Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Und heute geht's in die Kirche. Wir haben uns gestern hier sehr ausführlich umgeschaut. Wahrscheinlich nicht so ausführlich, wie ich privat wahrscheinlich hier rumlaufen würde. Privat würde ich wahrscheinlich auch da zum Flugzeug gehen, was wir jetzt auch machen. Weil es sehr auffällig ist. Weil. Falls wir da hinkommen. Und dann gehen wir zur Kirche. Versprochen. Oh, hier können wir rübergehen. Sehr nice. Hey, Geigerzähler? Oh Gott, ich sehe schon. Ho, ho, ho. Aber zum Flugzeug. Es lohnt sich. Ich wollte Nobelhäschen umbringen. Digga, dein Journal. Journal sagt, ich bin falsch. Perfekt. Oh, ich kann mich hier überall umsehen, ne? Der ganzen Karte hier. Ah. Nice. Wir müssen gleich zum Haus zurück und die Hoppelischen töten. Falls wir hier keins töten können. So, da haben wir wieder die Kriecher. Soll uns aber egal sein. Wir wollen hier rein. Okay. Ich sehe ja schon wieder an. Alles gut. Hier können wir das Licht anmachen, okay. Ist da Büchlein? Nein. Ich fühle mich so dumm. Ich hätte auf dem Feld landen müssen. Aber wir flogen noch und es schien, als hätte es noch eine Weile so weitergehen können. Und dann diese verdammte Stromleitung. Aber welchen Unterschied macht das jetzt schon noch? Wir kommen nicht mehr nach Moskau, so viel steht fest. Mir ist es scheißegal, ich bin alleine. Aber die anderen, sie haben dort Verwandte. Vielleicht, es ist 10 Jahre her, aber vielleicht leben sie noch. Wer auch immer, wir müssen uns hier jetzt ein neues Zuhause aufbauen. Wir leben hier noch. Die Brücke scheint ein netter Ort zu sein. Wenigstens wird sie nicht überschwemmt. Vielleicht können wir später per Zug weiter nach Moskau reisen. Tja, wir werden es wohl abwarten müssen. Der wollte gerade die Katze meine Essensvorräte plündern. Das ist nicht Metro-Katze. Okay, hier haben wir ein Feuerchen. Oh, eine Waffe. Ist ja eine andere Waffe, oder? Nee, ist dieselbe. Und mit dem netten Visier. Das Visier will ich haben. Dankeschön. Und dann packen wir es nachher bei uns rauf. Irgendwann, wenn wir nicht mehr verstrahlt werden. Oh, hier ist die Strahlung so hoch, dass mein Visier sich verzerrt. Du hast eine Verbesserung für deine Ausrüstung aufgenommen. Suche eine Werkbank auf. Seht ihr, es lohnt sich schon, hier rumzulaufen. Und meine provisorische Werkbank zählt dazu wahrscheinlich nicht. Brauchen wir eine professionelle höchstwahrscheinlich. Ah, ich kann hier... das Visier aufmachen. Da liegt noch eine Leiche. Lassen wir den mal kriechen. Ich will keine Munition verschwenden. Wir müssen echt aufpassen. Ist ja gut. Ich gehe ja nicht in die Leiche ran. Was zum Teufel macht er? Da muss ich an dem vorbei. Bist du böse auf mich, wenn ich hier so lang gehe? Okay, die haben anscheinend Angst vor mir, das ist perfekt. Oh, du siehst ein bisschen bedrohlich aus. Ich glaube, der hat keine Angst vor mir. Ja, der provoziert mich. Ich gehe mal einen Schritt zurück, ne? Schön sehen, was du hast. Was hast du, Kollege? Hier. Da! Ich mach's wie ein Vorlaut. Kannst du mich mal. Komm nicht höher, ne?
Guck ihn euch an, den Lapp. Ich glaube, es bringt nur was, ihn von vorne zu töten. Keine Munition mehr. Aber er haut ab. Das heißt, wir können hier lang. Ja, ich wollte zur Kirche, ich weiß. Ich weiß, was ich wollte und was ich nicht tue. Oh, hier liegen seine Brüder. Aufgespießt. Schimmeliger Stamm. 12. Juli 2028. Jede Landung, die man überlebt, ist eine gute Landung. Aber in meinem Fall, es könnte schlimmer sein. Die anderen drei können sich kaum bewegen. Shura und Nick sind mit Schramm davongekommen. Nick hat mir eine Schiene gebaut und mein Bein zusammengepflegt. Es tut höllisch weh. Ein Tag später. Wir stecken in der Klemme, umgeben von Sümpfen. Wir werden nicht zu dem Dorf gehen, das Shura gesehen haben will, bevor wir nicht wenigstens den Weg kennen. Wir werden erstmal hierbleiben. Immerhin konnten wir ein Lager aufstellen und alle dorthin bringen. Aus dem Flugzeug läuft Kerosin aus. Daher müssen wir unser Zeug so schnell wie möglich retten, bevor ein Feuer ausbricht. Ein kleiner Bonus, es gibt keine Moskitos, was etwas merkwürdig ist. Nochmal einen Tag später. Es gibt ja andere Wesen. Letzte Nacht haben sie im Matsch Spuren hinterlassen und die sehen anders aus als alles, was wir kennen. Ich bin froh, dass wir Waffen haben. Wer weiß, was das für Wesen sind. So können wir uns wehren, falls sie in der Nacht kommen. Ob wir mit dem Fahrrad aus unserem Gepäck wohl die Ram-Air-Turbine antreiben können? 15. Juli. Oh mein Gott, sie haben Nick erwischt. Als er die Turbine holen wollte, haben sie sich ihn geschnappt. Riesige, grünlich-graue Monster, die wie Gottesanbeterin aussehen. Die Schrotflinte hat nichts bewirkt. Shura feuerte aus beiden Läufen, aber die Schüsse prallten einfach ab. Sie waren perfekt versteckt. Als ob sie genau wussten, wo sie auf ihn warten mussten. Verdammte Monster. Nick, wir wären besser zu Hause geblieben. 16. Juli. Wir haben zwei Optionen. Im Dorf Hilfe holen oder erst warten, bis uns die Lebensmittel ausgehen. Wenigstens haben wir Zeit nachzudenken. Die Monster haben Angst vor Feuer und nähern sich nicht, solange das Feuer brennt. Shura sagt, das sei meine Aufgabe, da die anderen ständig bewusstlos werden. Aber wie kann er nur so ruhig sein? Ich kann nicht begreifen, was Nick zugestoßen ist und dieses Fieber. 17. Juli. Shura ist gegangen, hat eine Nachricht hinterlassen. Trotzdem, das ist scheiße. Hoffentlich kommt er durch. 18. Juli. In der Nacht streuen sie hier umher, klackern mit ihren Mandibeln. Was für ein schreckliches Geräusch. Ich darf nicht schlafen, muss das Feuer schüren. Shura hat genug Feuerholz zurückgelassen. Die anderen können sich gar nicht mehr bewegen. Aber mein Fieber hat inzwischen etwas nachgelassen, also... 20. Juli. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht schlafen. Morgen werde ich versuchen zu gehen. Ich brauche mehr Feuerholz. 21. Juli. Shura, verdammt. Diese miesen Bestien. Keine 100 Meter vom Lager entfernt habe ich seinen Rucksack gefunden. Ich musste schnell zurückkumpeln, bevor sie mich bemerken konnten. Verdammte Monster. 22. Juli. Sie streuen umher, klatschen mit dem Schlamm, klackern mit ihren Klauen. Dieses Geräusch macht mich verrückt. Die Bewusstlosen haben es gut. Denen ist es egal. Mein Fieber ist wieder da. Ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. 23. Juli. Solange das Feuer brennt, ist es nicht so übel. Aber das Fieber wird schlimmer. Keine Ahnung, welcher Tag es ist. Das Bein ist schwarz. Ich kann nicht schreiben. Ich habe ein paar Stöcke angespitzt und sie den Jungs gegeben. Ich hoffe, sie können sie halten. Die Monster kommen näher. Ich kann nicht mehr. 27. Juli. Oh, 4 Tage. Zerrissene Notiz. Dima, du weißt, dass ich es versuchen muss. Ich bin der Einzige, der noch gehen kann. Und wir brauchen Hilfe. Sonst sind die Jungs so gut wie tot. Warte hier und keine Tricks wie damals. Bis dann. Das Viech kommt aber nicht wieder, ne? Nein. Wir machen mal das Licht an, ne? Und vorher halten sie sich ja offenbar fern. Okay. Ja, dann können wir jetzt zurück auf die Schiene. Wir könnten uns hier quasi in der ganzen Map umsehen, wenn wir wollten. Müssen wir aber nicht. Ah, hier sind wir runtergegangen. Oder? Nee, da hinten sind wir runtergegangen. Hier konnte man auch runtergehen. So, wir sind jetzt hier am Ende der Map. Wenn wir zur Kirche gehen, ich wette, es geht hier noch weiter. Es muss weitergehen.
Ich kann mir nicht vorstellen. Oh, guck mal, wie traurig er ist. Komm zurück, Zero. Ich hab doch nur gespielt. Also ich tippe mal drauf, dass man hier noch sehr, sehr viel entdecken kann. Ich werde halt gucken, was möglich ist. Aber wir müssen halt auf unsere Munition aufpassen. Das Einzige, was wir bekommen, ist halt Zeugs zum Basteln. Die Frage ist, ob wir beim Zug basteln können. Da geht's ja zurück, ne? Da geht's zurück. Hier ist noch eine umgeworfene Bahn. Sind das Telepathen? Ich glaube schon. Wir könnten rein theoretisch da lang, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Kirche, weil ich gesagt habe, ich gehe zur Kirche. Und dann können wir uns später hier noch umsehen. Hallo Jungs. Echt schön hier. Schön, dich gesund und munter zu sehen, Artyom. Haben wir hier eine Werkbank drinnen? Artyom, was machst du hier? Was? Lauf in diese Richtung. Nö. Ich will hier hoch. Ich will basteln. Oh, hier ist alles zu. Na gut. Dann gehen wir zur Kirche. Ist ja gut, alter Mann. Ich schaue mich halt gerne um. Ist die Tür offen? Okay, jetzt weiß ich, wo ich hin will. Das ist die andere Seite, okay. Ah, jetzt habe ich meine ganze Munition an dem scheiß Viech verballert, ne? Das ärgert mich so sehr gerade. Aber er war halt hinter mir her. Hör auf zu springen. Sollte die Steuerung vielleicht einfach umstellen. So. Noch irgendwas hier so schön ist? Ja, hier bei der Leiche vielleicht. Na gut, siehst du mal. Sind wir doch nochmal hier reingekommen. Und konnten alles mitnehmen. Hier liegt einfach so viel Zeug verstreut. Ich weiß nicht mal, ob wir das ganze Zeug brauchen. Das ist ja das Ding. Vielleicht brauchen wir es gar nicht. Hier ist nochmal so ein Fähnchen. Ich vermute mal, das heißt, dass hier ein sicherer Weg ist. So, und wir wollten Kanickel umbringen, ne? Aber waren hier nicht die Männer? Ich bin gerade... Ah, nee. Hier war das Boot. Wir wollten aber auf das Boot verzichten. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal Richtung Haus. Und werden da nochmal unser Glück versuchen. Gab es hier noch Munition? War da irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ja. Na gut, gehen wir zu den Sündenschreiern. Aber erstmal das Hoppelichchen töten. So. Die ist da immer noch oben. Ich wette, die hat hier einen Spaß. Denn sie kann da rumstehen, hat frische Luft. Dinge, die Frauen gerne tun. So, und jetzt, wenn wir diesen Levelabschnitt hinter uns haben, irgendwann in 10 Folgen, können wir herausfinden, wie das Spiel aufgebaut ist. Ob wir dann automatisch quasi... Oh, hast du mich erschrocken. Ins nächste Level kommen oder ob wir uns hier noch umsehen können. Jungs, verzieht euch. Es ist nicht Nacht. Wird das hier eigentlich automatisch Nacht? Ich hoffe nicht. Es wirkt irgendwie gerade ein bisschen dunkler, oder? Kann das sein? Ich komme gleich zu euch, Jungs. Ich komme gleich zu euch. Macht euch mal keine Sorgen. So, da wären wir. Ah, das sind die kleinen Visionen von denen. War da gerade ein Wal? Schön, können da ist gerade was hochgesprungen.
Scheiße, das Häschen hat mich gesehen, ne? Oh Mann, das ist das zweite Häschen. Okay, wir gehen jetzt hier mal ganz kurz zum Haus. Schauen uns hier meinetwegen noch mal ein bisschen um. Wenn wir hier nichts finden, dann müssten die Häschen wieder da sein. Wir sind das letzte Mal hier reingegangen. Das heißt, wir wurden nicht gesehen von den Häschen. Und dann sind wir rausgegangen und dann waren sie wieder da. Da kommen sie raus. Hab ein Häschen. Kann ich mit dem jetzt irgendwas anfangen? Kann ich den essen? Nein. Schade. Manchmal muss man Munition verschwenden, um Dinge zu lernen. Na gut, gehen wir zur Kirche. Wir schleichen uns mal richtig an. Ohne Boot. Boot ist viel zu auffällig. Aber ich wette, die machen Stress. Also hundertprozentig. Kann man nicht vorstellen, dass die nett sind. Okay, das ist fake. Ja, cool. Die wachsen natürlich, wo bin ich jetzt? Im Wasser. Also im Wasser, nicht am Boden. Ach komm. Ich will da nicht mit dem Boot hin. Ich will da zu Fuß hin. So, Bötchen. Mit RT, LT bewegst du dich vorwärts. Okay, mit X kannst du das Boot aussteigen. Sollte das mal VR werden? Guckt euch mal die Hände an. Nö. Gerade eben waren sie irgendwie abgeschnitten. Hä? Ach, das ist rückwärtsfahren. Ach so. Da hat das doch einer. Ich dachte, ich drück doch beide Knöpfe. Aber ich fahre die ganze Zeit vorwärts oder rückwärts? Vorwärts oder rückwärts? Es wird langsam dunkel, das kannst du mir doch nicht erzählen. Hey! Jetzt zieh dich von meinem Boot. Achum, klatsch ihm eine! Ich kann jederzeit aussteigen. Oh. Ich hätte die ganze Zeit mit dem Boot fahren können. Ich glaube, ich bin hier falsch. Aber gibt's hier irgendwas? Ja, komm. Steige ich hier aus. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Scheiß auf die Kirche. Keiner braucht Kirchen. Ach nee. Ach, hier waren wir auch zu Fuß schon. Okay. Nee, dann bin ich richtig. Friede sei mit dir, Reisender. Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und sieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher bitte stets weg. Und willkommen. 100%ig sind die böse. Zum himmlischen Segen des wahren Glaubens zu bewegen. Lasst uns also den Mädchen vergehen. Komm hier hoch! Bleib!
Ruhig, Brüder und Schwestern! Der Ketzer sitzt in der Falle, denn so will es der Herr. Wie, Ketzer? Was zum... Lasst ihn uns um Schutz bitten! Seid ihr wie bescheuert? Okay. Vergiss nicht, Munition und Dinge zum Überleben herzustellen. Ich kann Munition herstellen? Herstellen, ah. Ach so. Ach. Ja, Munition kann ich nicht herstellen, ne? Filter kann ich herstellen. Kann auch Dinge zerlegen, wenn ich zu viele habe. Können wir so eine Dose zerlegen? Achso, krieg ich Einzelteile. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch Eis, aber es ist zu klein für uns drei. Artyom, sie hat recht. Geh zum Boot. Wir werden sie später retten. Keine Sorge. Los, Nastja und ich können auch selbst zu eurem Zug kommen. Na gut, gehen wir raus. Soll ich den erschießen oder ist er alleine? Ich weiß es nicht. Wenn der alleine ist, kann ich ihn auch rausnocken. Oh, scheiße. Hätte ihn erschießen sollen. Also wo ist dieser Ketzer? Er kam mit dem Boot, während der Predigt. Und dann? Naja, er war einfach da und dann verschwand er irgendwie. Beschütze uns doch. Genau wie Patrick. Der Mann wurde vom Teufel geschickt. Dankeschön, Junge. Ah, das ist die andere Seite. Ach, dich hau ich auch K.O. Ist gar kein Problem. Ist da noch einer? So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt lang? Oh. Ich glaube, sie können sich nun nicht mehr verteidigen. Sehr schön. So, dann gehen wir mal zum Mr. Priester. Also, wenn ich die Wahl habe, werde ich ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Erste Leute, die andere manipulieren wollen. Ach, mit so einem Bullshit. Okay. Ich höre noch jemanden. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt am besten lang? Komm raus, du Satansbrot! Komm raus und führe diese Leute nicht mehr in Versuchung! Surprise! Ich wollte nicht aufstehen. Kein Problem. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Ich werde auch von irgendwas gesehen. Keine Ahnung von was. Ich werde mich hier nochmal ordentlich umsehen.
Eventuell kommen wir so auf die andere Seite, wo der andere Hans Dieter steht. Da können wir nicht lang. Ah, ist hier mal ein Akok. Die Dämonen müssen ihn geholt haben. Frage ist, was passiert, wenn sie eine Leiche sehen? Oder einen Betäubten? Das war close. Okay, wir sind definitiv jetzt auf der anderen Seite und da hängt einer rum. Bist du sicher, dass es ein Ketzer war? Na, was denn sonst? Angeblich Satan selbst. Ha! Und das hast du ihm geglaubt? Naja, sie sagen, dass er raus, du Höllenbrot, tue Buße und beichte deine Sünden. Das wird dir zugute kommen, wenn der jüngste Tag kommt. Haben sie Schwefel gerochen? Da kommen wir nicht durch. Ich könnte mich eventuell hier an der Seite vorbeischleichen. Und wer sich von den Ketzern verführen lässt, wird in einem der Kessel gekocht. Frauen in Öl, Männer in Schwefel. Ah, ist riskant. Und das glaubst du ihnen? Diese Maschine hat nur Kohle und Wasser. Also los, dann lass uns nach ihm suchen. Pack ihn am Schwanz oder an den Hörnern, wenn du ihn findest. Okay, die gehen jetzt los, alles gut. Herr, beschütze mich. Ich sehe doch nicht meinen Punkt. Alles in Ordnung. Der Punkt schwebt doch irgendwie in der Luft. Oder ist verdammt groß. Wollt ihr nicht auf die Suche gehen? Habt ihr ihn schon gefunden oder soll ich selbst nach ihm suchen, Brüder? Noch nicht! Sucht weiter, denn der Ketzer ist noch hier drin. Es ist bislang kein einziger Ketzer entlang gekommen. Und diese neuen, die mit dem Zug gekommen sind. Hast du den Ketzer gesehen, Schwester? Natürlich, dieser Heide! Voll, voll, voll! Jetzt weiß ich, wo ich bin. Also hast du ihn gesehen oder nicht? Was denn nun? Oh, das ist riskant. Was geht es dich an, ob ich ihn gesehen habe? Hey, wolltest du... Okay, es war riskant, aber ich wollte es versuchen. Okay, die sehen mich jetzt nicht. Die wissen nicht, wo ich bin. Oh. Okay, jetzt weiß ich, warum der so eine Durchschlagskraft hat. Will sich jemand hinter dem roten Fass verstecken? Das wäre nice. Immerhin konnte er noch schießen. Was ist denn los mit dir? Ich hab deinen Kopf getroffen. Ja, du bist tot. Oh, scheiße, ich hab keine Munition. Komm näher, komm. Nicht schießen. Ich ergebe mich. Ich will dein Loot haben, es tut mir leid. Aber ich brauche Entschädigung. Ich ergebe mich, nur nicht schießen. Denn es steht geschrieben, dass wir unseren Feinden vergeben müssen. Wahrscheinlich, weil ich so viele getötet habe. Aber finde ich cool, dass sie sich ergeben können. Und du, Mutti? Ich ergebe mich. Kann ich das Schloss knacken? Ups. Nicht schießen. Oh, ich würde gerne die Mutti zusammenschlagen, ey. Ja, scheiß Ketzerei. Okay, da geht's lang. Ich ergebe mich. Auch wenn du ein Ketzer bist, vertraue ich auf deinen gesunden Menschenverstand. Nicht schießen! Alter, wo bist du? Komm her! Wie viele laufen denn hier rum und haben sich ergeben? Sind die blöd oder so? 20 Leute, weißt du, ein Typ, ich, und die ergeben sich mir.
So, okay. Wir gehen mal hier lang. Schade, ich hätte es komplett gerne mit Schleichen gemacht, aber. Ja, ich hätte mich auch vorbeischleichen können, ich weiß, aber. Ich weiß nicht, ich habe immer so die Herausforderung an mich selber, alles umzunieten, aber trotzdem nicht gesehen zu werden. Keine Ahnung. Ach, da bist du ja. Wie komme ich jetzt zu dir rüber? Ich muss die doch K.O. schlagen. Ich muss sie alle K.O. schlagen. Hier komme ich durch, oder? Offensichtlich nicht. Wie komme ich jetzt zu dem Typen? Und ich hoffe, ihr habt eine Werkbank oder so. Ah, hier stand der Kollege. So, wo ist denn der Pate? Oder Pater? Ist ja fast dasselbe. Wie komme ich da rüber? Ich bin schon wieder hier! Hä? Ich habe doch einen Übergang, ne? Ja, nice. Ja, das ist zu. Das haben wir jetzt alle festgestellt, Zero. Das ist auch zu. Ich meine, ich kann es ja schon sehen. Wieso probiere ich es dann überhaupt noch? Ich war glücklos. Der Fisch hat mich nicht glücklich. Der Fisch. Oh Gott, der wird auch noch kommen. Alles für ein Schweinchen. Oh, Häschen. Mit Kunstrasen oder was da drin? Ich nehme nicht deren Nahrungsquelle. Nein, 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 keine Sorge. Ich bin ein netter Mensch. Nette Menschen würden so etwas niemals tun. Nee, da finde ich nichts mehr. Zumindest ist hier niemand mehr, der sich ergeben möchte. Ah, da ist noch Loot. Hier ist die Latrine und Dinge zum Lesen. ETF. Okay, muss ich nicht verstehen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ah, hier bin ich wieder hier. Okay. Die Map sagt mir, ich soll in die Richtung. Was aber auch so viel bedeutet, dass hier gleich Fischi kommt, ne? Also Fischi wird hier kommen und Stress machen. Habe ich Munition? Oh, ich habe wieder Munition gesammelt, okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kämpfen wir gegen Fischi und dann geht's auch zurück zum Boot. Haut rein, euer Zug. Haut rein, euer Zero. Tschüss.